Aber das sind. Eigentlich muss ich sagen, es war eigentlich ein geiles Level. Es muss echt mal. Es war eigentlich ein geiles Level. What the fuck? Hyoko Attack. Aber der Boss war fies mit den Stacheln, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war keinen Spaß gemacht. Speichern. Speichern. Es war zwar Verlust. Wer kann er hier speichern? Nee, können wir nicht. Blödsinn. Es war zwar verlustreich, aber naja, egal. Boah, ich hab eine Stunde für den Boss gebraucht. Wir gehen mal in den Shop rein. Ich mag eigentlich nicht so sehr gerne hier in den Shop einkaufen gehen, aber wir kaufen mal. Komm, wir kaufen 2 Energietanks. Ich versuche die nicht zu benutzen, weil ich finde, so Energietanks kaufen finde ich irgendwie uncool, aber nur zur Sicherheit. Wie viel Leben habe ich denn überhaupt? Hoppala, kann man das irgendwo sehen? Egal, jetzt kommen die Wily Stages. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Yoko-Level schon so krass war. Ne, das hat auf keinen Fall mehr. Das will ich nicht nochmal haben. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Bei den Wily Stages, was da jetzt, das sind ja keine Wily Stages an sich, sondern der Wily ist ja jetzt gut oder nicht gut oder so. Ich habe die Story schon ganz vergessen. Gucken wir mal, was passiert. Okay. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Das ist sehr coole Wily-Schloss, Arena, Arsenal, Festung, sonst irgendwas, aber die sieht ziemlich kaputt aus. Ja, das war ja auch irgendwie die Story schon komplett vergessen, ey. Ja, 1, 2, 3, 4 Level, wie sonst auch immer. Nichts Besonderes. Okay. Sieht aber ziemlich cool aus, die Festung da. Wow, sieht das geil aus. Das sieht geil aus. Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt nicht so krass waren vom Schwierigkeitsgrad. Wow, oh, der ist schon wieder. Den habe ich gehasst. An den kann ich mich noch erinnern. Schau, oh, hier ist eine Mine. Jawohl. Ah, ich sehe das und fall trotzdem rein. Das sieht geil aus mit dem Strom im Hintergrund. Mann, ich habe schon die Hälfte meiner HP verloren, weil ich so... Oh, oh, oh! Boah, das war knapp. Kann ich den treffen, wenn er eingefroren ist? Haha, wie geil. Oh, shit. Jawohl, perfekt. So. Fuck. Mann, ich bin schon gleich tot einmal. Scheiße. Das ist nicht so gut. Leute. Ich weiß, ich stelle mich auch gerade ein bisschen blöd an. Oh, fuck, bin ich blöd. Scheuer. Bin gestorben. Ja, okay, wir lassen uns mal kurz sterben. Weil mit 0 Leben hat das Ganze auch keinen Sinn. Wo ist hier ein Gegner, der uns tötet? Der da, ne? Achtung mal eben. Ich muss mich erstmal ein bisschen seelisch erholen von diesem Yoko-Man-Level. Das war nämlich ziemlich, Also, wenn ich da Game Over gegangen wäre... Boah. Ich wäre ausgerastet. Hätte ich alles normal machen können, ey. Boah, das wäre echt schlimm gewesen. Continue. Komm. Die können nicht so schlimm sein, oder? Gibt doch eigentlich gar nichts Schlimmeres mehr. Ah, oh, und schon gehe ich in die nächste Rakete rein. Oh, ohne Mine. Nein. Hoppala. Hopp. Komm her. Hab ich irgendwas zum Aufladen? Ne, ist alles wieder voll. Wow, das wollte ich gar nicht, aber das sah geil aus. So, zack. Und zack. Und zack. Sieht doch schon deutlich besser aus. So, dich will ich aber irgendwie noch wegkriegen können, ohne davon getroffen zu werden. So ein krasses Bewegungsmuster hat er jetzt auch nicht. So, hoch. Und hopp. Mein Gott, ist ja alles kaputt. War wirklich alles zerstört. Haben wir alles da Strom und sonst irgendwas. War kein Wunder, wenn hier so rumbombardiert wird. Oh mein Gott, was liegt hier alles auf dem Bildschirm rum? Mein Gott, ist frag doch mal. Haben wir die Hälfte verloren. Ich glaube, da komme ich mit den Glow Shot hoch. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube schon. Bin gerade ein bisschen überfragt, wie soll ich denn da hochkommen? Der Keul reicht nicht bis nach oben, oder? Nee, der hat mich auch gewundert. Ich kann nicht auf dem Glowshot stehen und dann noch den Keul rufen? Nicht, das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, das geht. Hä, Leute, wie komme ich da hoch? Oder muss ich die Gegner nutzen, um mich da hoch zu befördern? Weil die kommen so tief. Ich... Hä? Moment mal. Haben wir irgend so eine Waffe, die da. Yoko-Man? Wow, das ist, glaube ich, ziemlich OP, die Waffe. Wie geil ist das denn?
Ich glaube, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schl. Wie soll ich. Ich verstehe es gerade irgendwie nicht. Also, diese Dinger sind da, damit ich mich aufladen kann, falls mir die irgendwelche Waffenenergie fehlt oder so. Das verstehe ich ja schon, aber. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wie ich da jetzt hochkommen soll. Der Keul geht einfach durch. Ja. Hä, stehe ich da jetzt so auf dem Schlauch, dass ich das jetzt nicht sehe? Kann ich die Wand irgendwie kaputt hauen? Das hilft nicht, das hilft nicht, da hilft doch gar nichts. Der Cutter? Warum soll der helfen? Regenbogenshot? Das verstehe ich gerade nicht so wirklich. Ich verstehe das nicht. Bin ich so blöd und verstehe das jetzt nicht? Der Coil reicht nicht. Wie komme ich denn dann da hoch? Da fehlt ja echt nur so eine kleine Plattform, muss ich mir eigentlich da basteln. Aber ich den Gegner mit dem Glowshot einfriere, dann bin ich trotzdem getroffen davon. Ich komme nicht weiter. Ich fasse es gerade nicht. Das ist mir, glaube ich, im Mega Man-Teil noch nie passiert. Oder? Das ist mir eigentlich noch nie passiert, dass ich dich irgendwie durch ein Rätsel, sage ich mal, nicht weiterkomme. Von hier oben vielleicht? Nee, das bringt ja auch nichts. Da ist schon wieder. Warum sind denn hier rechts am... Warum sind denn hier am Rand die Stacheln da? Der Glowshot. Ja, natürlich. Einfach so. Mein... Ey, tut mir leid, Leute. Ich stand da... Ich weiß nicht, was gerade in meinem Kopf vor sich ging. Es war doch so, ist doch so simpel. Wo war das Problem denn gerade? Komm, geh kaputt. So, wenn ich das richtig gesehen habe, schnappt sich unser Doppeldinger mit unserer Yoto-Attack auch die Items. Habe ich das richtig gesehen? Boah, ist das Ding geil. Das ist geil. Das Ding, es hat sich gelohnt, das zu besorgen. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Da komme ich nur mit dem Jet rüber. Das fängt ja wunderbar an. Aber ich habe den Gott sei Dank auch voll. Also das ist schon mal gut. So, hier runter. Oh, hier wird ganz schön rot. Nein. Oh, wow, 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 wow. Das war keine gute Idee. So, verreckt, du blödes Donnerding. Zack. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Das war keine gute Idee. Sprung! Oh. Oh, erstmal den da oben. Scheiße. Ah, wie soll ich denn da oben rankommen so schnell? Jawohl. Jawohl. Meine Fresse, schießt der schnell. Soll ich denn da rankommen? Der Yo-Attack vielleicht? What the fuck? Wieso hab ich mich denn selber getroffen? Wow, okay, das ist ein bisschen strange. Soll wahrscheinlich so. Ich will aber diesen Dingster-Tank haben. Soll ich ihn denn treffen? Okay. Merkwürdig. Okay, sehr unangenehm gerade. Ich einfach vom Jet da oben rüberfliege. So nämlich. Jawohl. Dann geht das auch. Jawohl. Und jetzt irgendwie zurück. Jawohl, okay. Und den müssen wir einfach so... was hat er da denn gemacht? Das hat er vorher auch nie gemacht. What the fuck? Schnell einschotten. Oh, das war knapp. Nein, ich erwische den nicht. Das kann nicht wahr sein. Das kann aber nicht wahr sein. Verreck. Nein. Nein. Ich muss wieder am Anfang, ne? Scheiße. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Oh, auf. Scheiße. Ich muss echt irgendwo Energie sparen.
Weil das ist echt an diesen, also von allen Stages von Mega Man Unlimited ist echt, das fällt einfach auf. Die Levels sind unglaublich lang. Also ich weiß nicht, mir kommen sie einfach unglaublich, alle kommen sie mir unglaublich lang vor. Ich habe gerade von Lebenssparen geredet, ne? Und was mache ich? Ich verdonner hier und ich habe schon wieder so ein Viertel meiner Energie verloren. Oh, ich bin so scheiße blöd, ne? Das hat man doch schon lange nicht mehr gesehen. Ich fahre so hier von Energie sparen und hab schon die Hälfte verloren. Kann man jetzt schon, kann ich sie wieder in den Sand setzen, alles. Ab in den Sand und wieder mit den Bagger durch den Sand Tunnel bauen wie früher im Kindergarten. Das kann ich jetzt machen. Mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Aber ich bin auch so blöd, weil ich letztes Mal diese Energie hier weggeschnappt hatte vor Langeweile. Aua. Will ich wieder haben. Au. Bin so sch. Au. Wow, wow. Ich bin gleich tot. Wie geil. Das kann ich eigentlich schon vergessen, eigentlich, ne? Das wird ja gar nichts werden. Oh, ich bin so scheiße blöd. So. So. Oh, geil. Geil, 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 geil. Yo-Attack. Nein, da unten, du Penner. Oder war noch eins? Wow, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Wie OP diese Attacke einfach ist, ne? Guckt euch das mal an. Ich denke, es hat sich wirklich gelohnt, das Ding zu besorgen. Das wird uns noch eine ganze... Ich denke, das wird uns echt an sehr vielen Stellen wirklich gut helfen. Oh. Damit habe ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie scheiße gelaufen. Und noch einmal. Gerade sah es so gut aus und jetzt sieht es wieder so schlecht aus. Oh, na, der hätte ich springen sollen. Oh, das hätte ich schöne Sache mit aufladen können. Ich stelle mich aber echt gerade nicht so klug an. Den Hampelmann besiegen. Komm schon. Mann, ist der nervig. Jetzt verreck doch mal. Danke sehr. Oh, danke. So, der hier. So, jetzt kommt der Skater-Typ wieder. Der coole. Oh, der Hipster-Typ da. Autsch. Der hält auch unglaublich viel aus. Aua. Die halten alle so viel aus hier. Oh, Leben. Leben. Geil, geil. Das ist, doch, habe ich wohl gekriegt, nur gab kein Geräusch davon, das hat mich irritiert. So, zack, und hoch. Ah, die ganzen Waffewechselerei, ey. Ah, einfach hoch. So, muss ich mal ein bisschen aufpassen, die Leiter auch wirklich berühren, ich Idiot. Das war auch wieder eine super Leistung von mir. So. Und rüber. Und hab. Oh, es hat schon wieder. Moment mal. Hat schon wieder so richtig feste gelegt. Das ist kein gutes Zeichen. Rüber, rüber. Oh, Leben! Lieber kurz mit dem Jet rüber. So. Bin ich hier nicht irgendwo gestorben? Na, ich glaube. Nee, hier war das, glaube ich, ne? Ja. Ja, aber weil ich zu wenig Leben hatte. Jetzt habe ich. Hallo, jetzt habe ich volle HP, also. Das sollte jetzt nicht mehr so das Problem sein. Oh, das war knapp. So, was kommt jetzt? Oh, nee, ich brauch den Jet und... Scheiße, ich hab nicht mehr viel. Ich hab weniger als die Hälfte. Ob das reichen wird? Das sieht... Oh, fuck, das hier muss ein Ende kommen. Ende, Ende, Ende! Leben! Wow, 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 ich brauch das. Moment, ich muss den kurz abschalten. Wenn ich da oben lang fliege... Nee, schaffe ich nicht. Das oben kriege ich nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass es jetzt ausreicht. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Oh, da unten noch mehr. Oh, nein! Eieieiei. Das ist übel. Das habe ich so ein Problem. Das schaffe ich niemals bis nach oben. Oh! Da hat unten scheißig drauf. Wann ist hier Ende, meine Fresse? Oh, fuck, das hätte ich kriegen sollen. Leben. Na, scheiß drauf. Oh, wow, 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 wow. Das Problem ist, ich darf jetzt nicht mehr sterben, weil sonst habe ich ein Problem. Außer hier war die Mitte. Ah, scheiß drauf, hoch. So, ihr wieder, ihr Kasperle. Oh, oh. Nein, nicht ganz runter direkt.
Ah ja, es kommen die Dinge, die Scheiße wieder. Okay. Die ich am Anfang ja gar nicht kapiert habe. Oh shit. Oh shit. Oh, hep. Komm schon. Hep. Nein, noch nicht. Nein. Oh, fuck, was mache ich denn da? Nein. Ja, das bin ich auch ein bisschen selber schuld gerade, weil ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich wusste gerade nicht so wirklich, wo ich hin muss. Ich will die Energie da haben. Ah! Verdammt. So viel habe ich, auch wenn das noch ein bisschen ist, will ich auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht. Mann, ich kann gar nicht mehr springen, weil es anfängt zu laggen. Ist auch behindert. Und dann müssen auch genau diese Sprungpassagen... Das war wieder... Das lag diesmal am Lag, hundertprozentig. Also... Das ist doch... Ach, ist doch kacke, ist das doch. Warte mal kurz, ich lasse mal... Ich starte mal die Aufnahme neu, bis gleich.